Ja, und vor Ort, am Sondierungsort heute der CDU-Zentrale, da beobachtet mein Kollege Gerd-Joachim von Fallor die Lage. Gerd, dringt denn da was Neues von draußen, von drinnen nach draußen? Seit heute Morgen um 7 sitzen die ersten Arbeitsgruppen hier wieder im Konrad-Adenauer-Haus. Und es ist auch heute wieder, wir haben ja eben in dem Film vor allen Dingen den gestrigen Tag gesehen, es ist auch heute wieder ein Kommen und Gehen verschiedener Politiker hier im Konrad-Adenauer-Haus. Eine der ersten hier war auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die hier ankam. Aber wie die meisten anderen Politiker ist sie grußlos, nein, nicht grußlos, wortlos an den Journalisten vorbeigelaufen, hat nichts gesagt auf unsere Fragen hin. Es wird eben drinnen intensiv verhandelt und auf Ihre Frage zu antworten, ja, es kommen andauernd Teilergebnisse raus, die dann hinterher widerrufen werden, dementiert werden. Das ist so ein Tag, der ist schwierig für uns Korrespondenten, das einzuordnen, denn die meisten Dinge, die wir hier gehört haben, sind nicht so furchtbar überraschend. Der größte Aufreger vielleicht, das gemeldet wurde, man habe sich beim Flüchtlingsnachzug geeinigt. Der Familiennachzug für subsidiäre Flüchtlinge ist ja bis zum Mitte März eingeschränkt worden bzw. ausgesetzt worden, so ist es richtig, von der alten Bundesregierung. Und da muss eine Nachfolgeregelung kommen. Die Union will diese Aussetzung weiterhaben. Die SPD sagt, die soll auslaufen. Und da wurde jetzt gemeldet, da hätte es einen Kompromiss gegeben, dass Union und SPD dies weiter aussetzen, aber eine großzügige Regelung sei dann doch getroffen worden in einer Größenordnung, die nicht genau benannt wurde. Burkhard Lischka, das ist ein Politiker, der Innenexperte der SPD, der hier gar nicht mitberät, der hatte schon laut nachgedacht und hat gesagt, es wäre doch gut, wenn wir uns an den letzten ein, zwei Jahren orientieren, denn da sind 40.000 Familienangehörige nachgekommen, weil mehr Anträge können die deutschen Botschaften in den Anrainerstaaten von Syrien, das sind vor allen Dingen Syrer, nicht bearbeiten. Also das ist dann anschließend von der SPD dementiert worden. Die SPD hat kein Interesse daran an der Meldung. Gemeinsam mit der SPD wird dieser Flüchtlingsnachzug weiter ausgesetzt. Und so geht das auch mit anderen Themenbereichen, weswegen ich Ihnen die gar nicht erst erzählen will. Es ist also nichts Spektakuläres dabei. Aussagen von Politikern hat man heute auch hier bekommen, unter anderem von Martin Schulz, dem SPD-Vorsitzenden, der ja in den vergangenen Tagen für uns hier zum Glück immer mal was gesagt hat, heute auch. Aber hören Sie selbst, das war reichlich wenig, daraus kann man wirklich nichts mehr interpretieren. Ich nehme an, dass das heute ein langer Tag werden wird. Also erstmal guten Morgen. Sie haben ja auch lange Tage und Nächte. Ich hoffe, dass wir vorankommen. Vielen Dank. Stimmung ist wie das Wetter. Das ist nicht so weit. Wenn wir natürlich intern diskutieren und nicht öffentlich, so wie sich das, wie das richtig ist. Ich glaube, dass die Probleme lösbar sind, aber wir werden noch viel harte Arbeit heute und morgen vor uns haben. Ja, viel harte Arbeit, die dann darin münden soll, dass man morgen Nacht zu einem Ergebnis kommt. Die Arbeitsgruppen, 15 an der Zahl, sie sollen jeweils zwei Papiere erarbeiten. Seit 11 Uhr ist die Bundeskanzlerin hier auch wieder im Konrad-Adenauer-Haus. Zwischendurch hatte sie das mit einigen Ministern mal verlassen. Es gab heute eine Kabinettssitzung, heute ist Mittwoch, dann ist sie wiedergekommen. Jetzt seit 11 Uhr legen die Arbeitsgruppen wieder ihre Teilergebnisse vor. Es ist eine Menge Arbeit. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der ein oder andere hier zu unorthodoxen Mitteln greifen musste, sage ich mal, wie zum Beispiel der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Denn der erschien hier tatsächlich in einem Jogginganzug, aber man muss das aufklären, er ging in dem Jogginganzug hier rein in das Haus, Konrad-Adenauer-Haus hier, und er kam später auch wieder raus, das haben wir nicht im Bild, ist dann joggen gegangen. Offensichtlich war er zwischendurch dann im Büro oder beziehungsweise hatte irgendwo einen Anzug hängen, den er dann angezogen hat, denn er kam dann wieder. Die Finanzer sitzen nämlich auch wieder zusammen. Also Olaf Scholz zwischendurch mal joggen gewesen, das ist ja auch ganz gut, bisschen frische Luft, schadet nichts für die Beratungen. Und jetzt ganz am Schluss kann man nur sagen, vielleicht sollte man den Rat berücksichtigen, dass alles etwas sich setzen zu lassen, die Politiker handeln zu lassen. Jedenfalls Alexander Dobrindt, der kam hier eben ganz am Schluss und ich habe ihn gefragt, wird denn das noch was werden? Und er hat geantwortet, abwarten.
Ja, und was anderes bleibt uns ja auch gar nicht übrig hier vor den Türen des Adenauer Hauses. Wir müssen abwarten. Diese Zwischenmeldungen sind schön und gut, aber die Ergebnisse sind viel spannender und die wird es frühestens Donnerstagnacht geben. Ralf Stegner, Sie haben es uns vorgespielt, sagte, die Stimmung sei wie das Wetter, heißt das, kühl und grau? Ja, vor allen Dingen aus Sicht von Ralf Stegner, man muss das ja auch klar unterscheiden. Die Verhandler pro 13, pro Partei, da sind ja auch nicht alle Feuer und Flamme für die Fortsetzung einer großen Koalition. Ralf Stegner ist sehr kritisch, er gehört zum linken Flügel der SPD, der ist ohnehin kritisch. Die Jusos trommeln jetzt schon, egal welches Ergebnis kommt, gegen eine große Koalition. Der Landesverband Thüringen hat gegen eine große Koalition bei der SPD gestimmt. Also das sind schwierige Bedingungen für Martin Schulz und diejenigen hier im Adenauerhaus, die diese große Koalition auf jeden Fall wieder wollen. Und das sind bei Weitem nicht alle, die hier verhandeln und schon gar nicht alle zum Beispiel bei der SPD. Das ist ja eine der Hauptschwierigkeiten auch hier für die Verhandler, dass man hinterher etwas vorlegen muss, um dann zum Beispiel die SPD-Parteimitglieder zu überzeugen, dass es zu dieser großen Koalition kommt. Ja, vielen Dank für jetzt nach Berlin. Wir kommen bestimmt noch mal zurück.